Okay. Sie denkt, Schokolade ist zu vorhersehbar. Poppycorn, die berühmte Fotografin, Filmemacherin und Social-Media-Superstar, möchte, dass ich ihr einen Kuchen backe. Das könnte etwas ganz Großes werden. Denn wenn sie etwas mag, dann... besessen. Und wenn sie es nicht tut? Das sollte nicht existieren. Will ich nicht weiter. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich zu beschäftigt bin? Oh nein! Schauen wir uns Poppys Social Media an. Hier steht, dass sie süße Details, Präzision, die Farbe Türkis und... Oh! Seht euch das an, ein Wettbewerb, um ihr neues Buch zu gewinnen. Meld mich an! Ich kann mit Präzision helfen. Meine Aushilfshand 5000 ist genau die helfende Hand, die du brauchst. Bin gleich wieder da. Bleib einfach konzentriert. Atme ein. Stell dich gerade hin. Atme aus, Emily. Oh, tut mir leid. Ich zweifle normalerweise nicht so an mir. Ich wünschte, es gäbe einen Weg herauszufinden, was ich tun soll. Oh. Vielleicht gibt es einen. Deine Zukunft ist nur einmal aus der Handlesen entfernt. Handlesen? Ernsthaft? Die Forschung über Handlesen zeigt tatsächlich, dass man viel aus den Linien der Hände lernen kann, wenn man sie richtig lesen kann. Wow! Buch. Das stimmt nicht. Natürlich stimmt's. Buch, siehst du? Nicht wirklich. Und was sagt Buch über meine Zukunft? Ich habe Poppycorns Buch gewonnen! Wow! Das ist aber ein ziemlich großer Zufall. Jetzt meine, nimm meine! Gold. Oh, das ist Gold, richtig. Ich gewinne die ganze Zeit. Ich bin ein Goldmedaillenkind. Alles klar. Sag Hallo zur Aushilfshand 5000. Peng. Peng? Was Peng? Definitiv Peng. Okay, ich glaube dir. Bitte schenke mir deine Weisheit, große und weise Bonnie. Aufhören. Aufhören? Das ist alles? Mit dem Backen aufhören? Ich versteh's nicht. So liest man ja auch nicht aus der Hand. Sie hatte mit meiner Aushilfshand recht. Puh. Deine Erfindungen explodieren immer. Ich liebe Bücher. Und Gold? Was soll das denn bedeuten? Was meinst du, Bonnie, hä? Es ist egal, was ich denke. Was denkst du, Emily? Also, dein Handlesen macht Sinn. Vielleicht sollte ich mit dem Backen aufhören. Denkst du das wirklich? Ach, ich meine, das sieht mir gar nicht ähnlich. Ich wollte nur einen Anschluss in die richtige Richtung, damit ich aufhöre, an mir zu zweifeln. Oh, ich hab's kapiert! Voilà. Aber das ist... Schokolade. Also, ob Handlesen funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber Bonnie hat mir geholfen zu erkennen, dass ich aufhören muss, an mir selbst zu zweifeln und meinem Instinkt zu vertrauen. Und was Poppy betrifft... Bären, das müsst ihr unbedingt probieren. Ich wusste, du kommst dahinter. Ich bin froh, dass es für Emily gut gelaufen ist, aber das bedeutet nicht, dass du mit dem Handlesen richtig lagst. Gold bedeutet nichts für Orangella. Hey, pass auf da unten! Ich bin aus purem Gold, Baby! Nach und nach Kristallzucker hinzufügen und steif schlagen, bis sich kleine Spitzen bilden. Makronen. Bekanntermaßen schwer zu machen. Aber schaut euch diese süßen Plätzchen an. Wie schwer kann das sein, hä? Schwer. Furchtbar schwer. Es gibt nichts, was ich nicht backen kann, wenn mein Glückslöffel mir hilft. Ich habe es. Ich habe Makronen erschaffen. Hallo, Freunde. Probiert meine perfekte Kreation. Warum habe ich nur Pech? Warum gelingen sie nicht? Ist der Glückslöffel kaputt? Oder vielleicht verflucht? Emily, es ist nicht der Löffel, der dich ausmacht. Das löst mein Problem nicht.
Ich weiß. Du kannst den Bann brechen? Du musst nur eines tun. Und das wäre was, bitteschön? Frag deinen Löffel. Ups. Steig in dein inneres Kuchiversum hinab. Wenn dein Löffel dann zu dir spricht, hör zu. Augen zu. Ganz entspannt. Hör auf meine Stimme. Stell dir eine Treppe vor. Oh. 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 Tief einatmen. Steig die Treppe hinab. Am Ende ist eine Tür. Nein, hier ist keine. Okay, hier ist sie. Öffne die Tür und du betrittst dein inneres Kuchiversum. Wow. Das ist der absolute Wahnsinn. Finde den Löffel im Stein. Schön, dass du da bist, Emily Erdbeer. Hi. Stell deine Frage. Warum kann ich keine Makronen? Bin ich zu schlecht? Bist du verflucht oder sollte ich lieber... Stopp, ganz ruhig. Wie lange muss man den Kuchenteig rühren? Was? Kommt drauf an. Was für ein Kuchen? Welche Zutaten? Willst du ihn locker oder fest? Jeder Kuchen ist anders. So ist es. Ist das dein Ernst? Das ist alles? Mehr brauchst du nicht. Also, wie lange muss man den Kuchenteig umrühren? Keine Ahnung. Es dauert so lange, wie es dauert. Was? Willkommen zurück. Es dauert so lange, wie es dauert? Es dauert so lange, wie es dauert. Und das hat Ihr Löffel gesagt? Ja, klar. Emily, du hast es wieder nicht geschafft. Ist der Löffel noch verflucht? Oh, nein, nein, nein. Ich weiß jetzt, ich bin eine Glücksbeere mit Glückslöffel dazu. Obwohl ich schon ziemlich gut backen kann, lerne ich jeden Tag etwas Neues. Manche Kuchen sind einfach, manche Rezepte sind schwer. Und auch die kriege ich noch hin. Wie mein Löffel gesagt hat, es dauert nur so lange, solange es dauert. Fertig? Nächster Versuch. Was ist die wichtigste Zutat? Immer ein Löffelchen Spaß.